c'est d'avoir le titre. Et puis, je pense pas que je vais aller très très vite. Enfin, oui, je vais aller au maximum, mais voilà, je vais pas tirer à 300% aujourd'hui. Ich habe gehört, dass es oben noch ein bisschen Schnee hat, also auch da besondere Umstände in einem besonderen Jahr und ich glaube, das gibt einmalige Bilder heute. Es war natürlich eine Herausforderung, einen Veranstalter zu finden. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt hier in Adelboden jemanden gefunden haben. Mit dem Jonathan Schmidt, ganz ein besonderer Mann natürlich. Selber ein Läufer, sehr guter Läufer, heute sogar Mitfavorit. Und das ist, glaube ich, eine tolle Geschichte. Hast du besser organisiert oder besser trainiert? Beides. Beides. Ich sehe entraîné et organisé. Es sind parti! Die Schweizer Meisterschaften im Wettlauf. Die Championnat Suisse de Courte Montagne, die viennent de démarrer. Ja, ich wusste, wie es wird. Und ich habe alles gegen Joey. Er ist einfach, ein bisschen stärker gewesen heute. Ja. Ein Orientierungsläufer, der schneller ist als ein Bergläufer, hat man nicht gern, oder? Ja, das ist ganz hart. Das ist natürlich die Orientierungsläufer. Ja, sind einfach verrückt schnell. Aber ich hätte ihn gerne geschlagen, aber es hat halt jetzt heute nicht gelangt. Ich bin froh, im Rückkehr auch mal. Nein, aber es ist natürlich auch für uns ein bekanntes Gelände. Und, wir sind uns das auch gewöhnt, ein bisschen über Stock und Stein oder eben auch mal über den Schnee zu laufen. Von dem her hat mir das ganz gut gepasst. Und, ich wusste, dass der Jonathan es sehr gut kennt hier. Und ich dachte, ich muss so lange wie möglich bei ihm bleiben und schauen, wie am Schluss die Kräfteverhältnisse sind. Und ich bin natürlich glücklich, dass ich es heute für mich entscheiden konnte. C'est la nouvelle! Champion suisse aujourd'hui, Annette Boden. La star de ces championnats suisses. Les conditions hivernales, vraiment jusqu'à l'alpinisme, on a reçu même les skis en haut. Je remercie Christophe d'être venu. Ça fait, ouais, c'est cool qu'il soit venu pour les courses de montagne alors qu'il y a 10 km. Ça montre que la course de montagne est importante quand même. Un grand lob à l'organisateur qui a fait un riesen job gemacht. Heute die Meisterschaft hier und ein grosses Merci natürlich auch an die Organisatoren und bravo alle, die hier aufsäckeln. Noch 100 Meter für Milan. Stimmt auch. Swiss Champion.